Hallo, ich melde mich als Energiereporter aus den USA in North Carolina, Charlotte. Heute stehen wir in den Suburbs, also den Vorstädten der USA. Oft sind dort diese Einfamilienhäuser wie hinter mir zu finden. Die Häuser in Deutschland, die wir kennen, sind meistens aus Stein und Beton gebaut. Aber hier werden die Häuser oft aus Holz gebaut. Pro Kopf sind diese Häuser sehr groß. Das heißt, wir benötigen viele Ressourcen, um solche Häuser zu bauen. In diesem Clip seht ihr, wie die Plantagen aussehen, die man immer mal wieder sieht, wenn man durch die USA fährt, wo dieses Nadelholz gewonnen wird, um diese Häuser zu bauen. Doch warum verwendet die USA überhaupt Holz als primären Baustoff für ihre Einfamilienhäuser? Doch zuerst zu den Fakten. 2019 wurden 90% der Einfamilienhäuser in Amerika aus Holz gebaut. Damit ist auch die USA der weltweit größte Abnehmer von Bauholz. 18% des weltweit gehandelten Holzes geht in die USA. In Deutschland sind es gerade einmal 3%. In Deutschland werden 23,1% der Häuser aus Holz gebaut oder teilweise. Dieser Wert steigt aber kontinuierlich an, da vor allem Fertighäuser, wie sie auch in den USA hier stehen, immer beliebter werden bei uns. Schauen wir uns also nun an, warum überhaupt Bauholz so populär in den USA ist. Der erste Grund ist historischer Natur. Die ersten Siedler, die in die USA kamen, fanden hier riesige Wälder vor. Bauholz war also eine natürliche Ressource, die vorhanden war. Heute hängen 1 Million Jobs an der Forstwirtschaft und 7 Millionen Jobs am Baugewerbe mit Holz. Traditionen und Techniken werden weitergegeben und haben bis heute Bestand. Der zweite Grund ist vor allem finanzieller Natur. Bauholz in den USA ist relativ günstig. Große Wälder im Landesinneren, aber auch in Alaska und natürlich vom Handelsnachbarn Kanada sorgen dafür, dass viel Holz auf den Markt kommt. Dazu ist die Holzernte in den letzten Jahrzehnten deutlich effizienter geworden. Wälder in den USA wurden früher mit 120, dann 80 und nun mit 40 Jahrrotationen bewirtschaftet. Das ermöglicht deutlich höhere Erträge. Jedoch, merken auch Kritiker an, sinkt so die Qualität des Bauholzes auch. Prinzipiell werden die Häuser dabei vor allem gleich aufgebaut. Es gibt einen Holzrahmen, auf den OSB-Platten genagelt werden, mit einer Isolation dazwischen. Dies ermöglicht eine sehr kurze Bauzeit und ist auch sehr kostensparend, da man nicht so viele Maschinen benötigt wie in Deutschland. Aber natürlich gibt es auch Nachteile beim Holzbau. Naturkatastrophen wie Waldbrände, Erdbeben und Hurricanes zerstören immer wieder große Teile der USA. Die Frage kommt immer wieder auf, ob Häuser nicht lieber aus Stahl, Stein oder Beton gebaut werden sollten. Das Bauen mit Holz ist vor allem bekannt als nachhaltig. Es wird CO2 gebunden im Holz und dazu wird kein CO2 freigesetzt, wie es zum Beispiel bei der Zementbrennung der Fall ist. Doch wie schneidet ein Haus aus Holz oder Beton gegeneinander ab? Ich möchte mir im nächsten Video anschauen, wie ein Holzhaus in den USA gegenüber einem deutschen Steinhaus abschneidet, im Punkt Nachhaltigkeit und anderen Faktoren. Bis dahin,